Ich bin auch mal echt auf Dings gespannt, auf Mark Wilmots. Ich glaube, der soll ein ganz fähiger Typ sein, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir, jetzt gehen wir hier ungeplant in einen Schalke-Talk rein. Ich krieg einfach jedes Mal, wenn ich höre sowas wie Stallgeruch, wenn ich sowas höre wie, der ist noch ein alter Malo. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Da steht es mir bis hier oben. Ich hoffe, der ist gut. Ich hoffe wirklich, der ist gut. Ich würde es mir unfassbar wünschen. Aber es fühlt sich einfach bei Schalke 04 wirklich so krass so an, als würde einfach original so gearbeitet werden. Boah, Männer, wir stehen gerade echt in der Kritik. Also noch eine Niederlage und die Fans stellen den Support ein. Ja, was ist denn, wenn wir einen alten Malocher da hinstellen, den die Fans mögen? Ich habe das Gefühl wirklich, wir stellen so Leute ein. Ich hoffe, Wilmots ist gut. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Aber das fühlt sich schon wieder alles so kopflos an. Ja, ist ein Eurofighter. Ja, der hat mal was geleistet. Lass ihn mal zurückholen. Ja, ehrlich. Ah, ich weiß ja nicht. So, Chat, das ist das, was ich euch seit Monaten predige. Und genauso wird dieser Winter ablaufen. Du wirst einen Spieler holen, plus Scholinov, weil der mal bei Schalke war, und Wilmots, weil der mal bei Schalke war. Das war's. Das ist dann unser Winter gewesen. Das ist. Boah, Junge, ey. Also ich weiß, dass Wilmots, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht hat und so, ne? Oh gut, der war ja in Belgien da lange am Start. Aber ich tue mich einfach damit immer sehr, sehr schwer. Also bei mir hat sich das einfach, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, ne? Aber bei mir hat sich das so krass gedreht. Ich glaube, so viele Vereine hätten das voll gerne, dass die Vereinslegenden auf irgendwelche Positionen stellen. Aber ich habe da mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe da mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf, weil ich das Gefühl habe, dass es das einzige Einstellungskriterium bei uns ist. Ich sehe das echt sehr, sehr kritisch. Ich hoffe, der wird gut. Ich hoffe, der wird gut. Aber also, wenn ich mir da unsere Vereinsführung angucke, Christina Rühlhammers, dann den Trivago-Kollegen da, was auch immer der jetzt mit unserem Verein davor hat. Boah, ich weiß das alles nicht. Zumindest ist Asamoah hoffentlich im Sommer endlich mal weg. Ja, aber das Ding ist, guck mal, Asamoah haben die ja auch gefickt, Mann. Asamoah haben die doch auch. Asamoah haben die sich jahrelang heiß gehalten und dem verklickert, yo, wenn es gut läuft, wirst du irgendwann mal Sportdirektor bei uns. Und dann 2 Monate später wird darüber diskutiert, ob der mal die Auswechseltafel hochhalten darf. So, weißt du, was ich meine? Ich finde die Position, die Asamoah jetzt gerade begleitet, so Teammanager-mäßig, auch völlig sinnlos. Meiner Meinung nach hat er keine Funktion, außer dass er halt gefilmt wird, wenn er weint. So, ihr kennt meinen Take dazu. Mag privat ein ganz, ganz netter sein. I don't know, weiß nicht, kann nicht beurteilen. Ist eine Vereinslegende, aber irgendwie wirklich keine Funktion. Und ah, ich weiß das alles nicht. Also, ich bleib dabei. Normalerweise musst du bei Schalke, das ist nur mein Call. Normalerweise musst du Büskens, danke für alles. Asamoah, danke für alles. Kreuzer, danke für alles. Du musst eigentlich die ganzen alle einmal austauschen und dir einen neuen Anstrich geben. Und dann nicht nach, ey, wer ist sympathisch, wer ist eine Vereinslegende, sondern wer hat entweder ein Team von Leuten oder eine einzelne Person, wer hat ein geiles Konzept für die Zukunft? Sehe es allgemein relativ kritisch, ehemalige Fußballer teilweise ohne kaufmännische Ausbildung oder spezielle Ausbildung auf gefühlt beliebige Positionen zu stecken, nur weil die vor 10 Jahren mal gut gekickt haben. Ich bin da bei dir. Es gibt halt positive und negative Beispiele. Guck dir den Simon Rolfes bei Bayer 04 Leverkusen an, der macht's überragend. Guck dir den Uli Hoeneß an bei Bayern München. Ist jetzt ein extremes Beispiel, aber der hat's auch überragend gemacht. Ich kann ja verstehen, wo dieser Wunsch danach herkommt, aber es darf halt nicht das einzige Einstellungsmerkmal sein. Und ich hab halt bei Schalke wirklich einfach das Gefühl, dass das wirklich das einzige, also als hätten wir kein Scouting. So, und das hört sich dann vielleicht immer so an, als würde ich die einzelnen Personen scheiße finden. Ich freue mich ja, wenn Darko Šulinov wieder das Schalke-Trikot anhat. Ich glaube, da sprechen wir einer Sprache, Schalke-Fans im Chat. Oder die nicht im Chat sind, sondern zugucken. Ich freue mich, wenn Šulinov wieder das Schalke-Trikot trägt. Ich bin der Erste, der das geil findet. Aber wenn das unser einziger Neuzugang für die Offensive ist und der gescoutet worden ist mit, ja, der war vor 2 Jahren beim Aufstieg mal gut und die Fans mögen den. Ja, Bro, die Realität ist, dass der halt bei uns so 2, 3 gute Monate hatte. Die anderen Monate waren Durchschnitt. Und der halt ewig lange auf der Intensivstation gelegen hat und irgendwie seit einem halben Jahr kein Fußball gespielt hat. Also, weiß ich nicht. Ja, so unkreativ. Ich weiß nicht, Alter. Und das möchte ich mal sagen, ne? Peter Knebel wurde ja auch komplett, ne? Ich bin jetzt hier an dem Punkt, ich nehme gerade Peter Knebel in Schutz. Ohne Scheiß, Peter Knebel, tut mir leid. Peter Knebel wurde. Du kannst doch nicht jemanden 3 Monate lang, obwohl alle sagen, der muss raus, der muss raus, sagst du, nein, nein, Peter Knebel, das ist unser Mann. Wir arbeiten mit dem zusammen bis zum Saisonende. Dann machst du ein Statement. Ja, der Peter bleibt bis zum Saisonende. Und 3 Wochen später, frohes neues Jahr, verpiss dich. Also, das ist auch bodenlos. Also, sorry, aber das. Ach, in diesem Verein läuft so viel falsch. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Broski verteidigt Nebel 2024 ist crazy. Ja, aber soll ich dir sagen, warum? Weil das einfach in diesem Verein, es gibt irgendwie nur die Extremen. Ich habe das Gefühl, da arbeiten nur Amateure. Es gibt nur Extremen. Entweder wir geben völlig über unseren Verhältnissen aus oder wir geben gar nichts aus. Entweder leihen wir 15 Spieler oder wir leihen gar keine Spieler mehr, weil wir es nicht mehr machen wollen. Dann sagen wir, nee, an dem Knebel, obwohl alle sagen, der soll raus, wir halten an dem fest bis Saisonende. Dann 3 Wochen später auf einmal, ja nee, doch, scheiß auf ihn. So, es macht alles keinen Sinn. Schalke 04 fühlt sich an, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber bei jedem Verein, bei jedem gut geführten Verein hast du eine Spitze, die zusammenarbeitet. Bei Schalke 04 hast du das Gefühl, da sind 20 Köche, die alle eine andere Suppe kochen wollen. Und genau das ergibt diese Scheiße. Genau das ergibt diese Scheiße. Da sind 20 Köche, die alle ihr eigenes Gericht machen wollen. Der eine will so, der andere will so, der eine will aber eher so. Christina Rühl-Hamers, der ist alles scheißegal. Wenn du die fragst, wie attraktiv soll deine Mannschaft Fußball spielen, dann sagt die, ey, ist mir egal, Hauptsache meine Zahlen sind grün. Hauptsache wir haben dieses Jahr keinen Verlust gemacht, da habe ich meinen Job erledigt. Das... Bro, das ist schwer. Und also es ergibt sich halt langsam Muster. Karel Gerards, jetzt im Winter aktuell. Thomas Reis, Rufen Schröder. Und ja, auch wenn ich mit ihm nett geredet habe und der mich auf eine Sauftour eingeladen hat, auch wenn du kein guter Trainer warst bei meinen Knappis. Aber was haben alle diese 4 Personen gemeinsam? Manuel Baum. Frank Kramer, Thomas Reis, Karel Gerards. Was haben alle diese 3 Menschen gemeinsam? Und Rufen Schröder, 4. Die hatten Ideen und die hatten... keine Option, diese Ideen umzusetzen. Hatten sie nicht. Weil irgendwelche Leute gesagt haben, nee, muss aber so und so. Frank Kramer kommt dahin, Digga, er darf nicht mal einen Co-Trainer mitnehmen. Weil die Leute sagen, nö, da sitzt der Büskens. Warum sitzt der Büskens da? Ja, der ist aufgestiegen, der ist ein Vereinsheld. Rufen Schröder will Spieler holen? Ja, nee, geht nicht. Hier ist Danny Latzer. Cool. Thomas Reis will Flügelspieler im Sommer haben? Ah ja, sorry, haben wir nicht gescoutet. Schulinov haben wir nicht gekriegt. Karel Gerards übernimmt die Mannschaft, will eine Dreierkette spielen, braucht einen Wingback. Da machst du 3 Interviews, unter anderem übrigens von Peter Knebel, der jetzt mittlerweile nicht mehr da ist, der sagt, ja, ja, wir werden dafür sorgen, dass der Karel im Winter seine eigene Mannschaft zusammenstellen kann. Und dann gehst du rein und sagst, ja, nee, wir müssen jetzt erstmal was von der Gehaltsliste bekommen. Da fasse ich mir so an den Kopf, ne? Das ist so unprofessionell alles, wirklich. Ohne Scheiß, wisst ihr, womit ich mehr leben könnte? Psychisch, weißt du, womit ich mehr leben könnte? Real Talk, was besser wäre als die Eierscheiße jetzt, wenn sich ein Vereinsverantwortlicher hingestellt hätte und gesagt hätte, Leute, realistisch, Butter bei die Fische, wir werden dieses Jahr nicht mehr aufsteigen, wir versuchen noch einen guten einstelligen Tabellenplatz zu bekommen, wenn sich auf dem Markt irgendwas Gutes ergibt, was uns langfristig weiterbringt, dann werden wir zuschlagen, aber wir werden jetzt auf Krampf keine Lückenfüller-Transfers machen, weil die Saison ist eh gelaufen. Damit könnte ich mehr leben als mit der Scheiße jetzt. Ohne Spaß. Ich meine es komplett ernst. Ich könnte damit viel besser leben. Wenn die mir sagen, ey, pass auf, was bringt das, wenn wir jetzt noch auf Krampf irgendwelche Spieler leihen? So, die Saison ist eh over. Wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, einen geilen Spieler zu kriegen, der uns auch in der Zukunft weiterbringt, der auch bei uns perfekt reinpasst, dann machen wir es, aber... Ah, keine Ahnung, Alter. Trainer müssen ihre Konzepte einbringen dürfen, ja. Also es gibt ja auch einen Grund, warum in der englischen Liga die meisten Trainer halt wirklich Manager sind. Trainer in England heißen ja Manager. So, Jürgen Klopp kriegt nicht irgendwie, also der hat auch ein Team bei sich, so, aber Jürgen Klopp geht hin und sagt, ich brauche Spieler A, B, C, D für meine Mannschaft. Pep Guardiola ist damals zu Manchester City gegangen, hat gesagt, gib mir diesen belgischen Kevin De Bruyne von Wolfsburg, ich brauche den. Dann hat er jahrelang die Champions League nicht gewonnen, dann hat er irgendwann gesagt, gib mir diesen Rodri auf der 6, ich brauche einen Abräumer. Hat immer noch nicht geklappt. Dann hat Pep Guardiola für sich selber entschieden, okay, ich muss mein taktisches System umändern. Ich brauche für alle Titel eine klare 9. Ja, Lack, dann gib mir diesen Haaland, ich brauche den. Und ja, natürlich sind wir nicht Manchester City. Wir können nicht einfach sagen, hier 80 Millionen, da 100 Millionen, da 200 Millionen, wir brauchen hier und wir brauchen da. Aber du brauchst einfach. Und Digga, ich schäme mich dafür, dass ich das aussprechen muss. Aber unser Verein, Schalke 04, mit der Strahlkraft, dieses sportlicher Direktor, Teamleiter und Vorstand Sport und weiß ich nicht, wie die ganze Scheiße da heißt. Du brauchst auf Schalke einen Mann wie Rudi Assauer. Oder Clemens Tönnies. Ich meine das komplett ernst. Ich meine nicht, ich will den Menschen Clemens Tönnies und sein Geld jetzt sofort wiederhaben. Das sehe ich kritisch. Aber du brauchst, so doof sich das anhört, auf Schalke brauchst du einen starken Mann, der einfach seine Ideen, ohne dass ihn irgendjemand reinlabert, umsetzt. Und nicht,
Die eine erzählt mir, wir müssen aber Plus machen. Der erzählt mir, ich würde jetzt aber gerne so. Der hängt mir im Ohr und sagt, lass mal wieder einen Malora holen. Der sagt, ey, den können wir jetzt aber nicht, wenn wir einen neuen Trainer holen, von der Bank schmeißen, weil der ist gerade aufgestiegen und der ist sympathisch und die Fans müssen mögen den. Du brauchst einen Typen, der sagt, pass auf, da geht's lang und so sieht's aus. Und wer denkt, er muss links oder rechts gehen, der hat dann hier nichts verloren. So einen brauchst du. Natürlich muss der auch kompetent sein, aber dieses, jeder macht sein eigenes Ding und am Ende nennen wir uns Schalke 04, das ist Quatsch, Digga. Das ist ja wie eine Jugendherberge, was wir da als Vereinsführung haben. Stimmt das eigentlich, dass Schalke intern tatsächlich die Saison quasi abgehakt hat und davon ausgegangen wird, dass der Kader zu gut ist, um abzusteigen, aber nach oben nichts geht und deshalb nichts gemacht wird? Weißt du da mehr? Hab das schon oft gelesen. Das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber das ist ja tatsächlich eine realistische Einschätzung. Also, ich glaube auch, der Kader ist zu gut, um abzusteigen und nach oben geht nichts mehr. Nein, wir haben 21 Punkte Rückstand auf Platz 3. Du brauchst im Schnitt 63 Punkte, um Relegation zu spielen in der zweiten Liga. Wir haben 20 Punkte. Wir müssen in der Rückrunde 43 von 51 Punkten holen, um eine Chance zu haben. Natürlich ist die Saison over. Nichts gegen Biscuits oder so, aber sehen wir uns das mal an. Er hat uns beim Aufstieg geholfen, ja und danke, aber das war vor 2 Jahren mit anderen Trainern und anderen Spielern. Jetzt sollte das zählen, was Gerards anfordert. 100%. 100%, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn Schalke irgendwie aufsteigt, ist Geld da und Karin wird mehr Geld anvertraut. Ja, aber da bin ich ja bei dir, Psyche. Das Problem ist ja, also ich lese dir deine Nachricht. Ich bin zu 100% bei dir. Dieses Denken und Rühl Hamers kümmert sich nun mal um unsere Finanzen. Also korrigiert mich, vielleicht ist es ja eine Falschaussage. Aber mein Stand ist, dass Rühl Hamers sich um die Finanzen regelt und Gelder freigibt oder nicht freigibt. So verstehe ich das System. Gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Ne? Ich stelle das jetzt hier nicht als Fakt dar, aber so habe ich das immer verstanden. Und du kannst halt nicht einfach im Fußball nur planen nach, was steht unterm schwarzen Strich am Ende des Jahres. Du hast immer mal ein Jahr, wo du mehr Plus machst oder mal ein Jahr, wo du Minus machst oder whatever. Guck dir das doch bei Borussia Dortmund an. Die haben auch mal in einem Transfersommer mehr ausgegeben, um wieder in den Kader zu investieren, aber dafür dann die Verluste 2 Jahre später durch einen großen Abgang wie Sancho, wie Haaland, wie Bellingham wieder einzufahren. Und wenn du halt langfristig nur auf konservativ nicht mehr ausgeben, als du einnimmst, dann kommst du genau da raus, wo wir jetzt sind. Unterdurchschnittliches oder durchschnittliches Team und halt einfach völlig uninteressant für Sponsoren. Und das ist ja der ganz, ganz große Punkt. Also wie wir uns vermarkten, ist ja bodenlos. Das darf man bei all den Sachen nämlich nicht vergessen. So wie wir uns präsentieren, sportlich und in der Vereinsführung, ist doch klar, dass uns keine großen Marken sponsern wollen. Ich will doch nicht Sponsor von dem Ruhrgebietsversagerverein sein, wo nichts funktioniert. Ist doch klar. Ich kann das alles schon verstehen. Das kriegst du von Veltins 3 Millionen. Und ich glaube, davon sind nicht mal 3 Millionen garantiert. Ich glaube, 1,5 oder so sind garantiert und der Rest ist so, könnte, wenn alles gut läuft. Aber das ist schon alles sehr, sehr schwer. Und wie gesagt, also, weil viele jetzt Rühl Hamers reinschreiben, ich will die Person irgendwie gar nicht weghaten oder so. Das sage ich sowieso immer, wenn ich negativ über Schalke und Verantwortliche rede, ist es nie persönlich. Ich kritisiere nur die Arbeit. Bei Rühl Hamers würde ich aber tatsächlich hier sagen, ich weiß nicht genau, was ihre Funktion ist. Ich habe das immer so verstanden. Wenn das Video auf dem Stream-Highlight-Kanal hochgeladen wird oder hier im Chat, ich habe das immer so verstanden, dass Rühl Hamers bei uns zusammen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand entscheidet, Gelder freizugeben, ja oder nein. Das war immer so, dass die halt die Finanzen regelt. Das war meine Auffassung ihrer Arbeit. Und ja, die macht bestimmt ihren Job gut und haushaltet gut mit Geld. Das glaube ich wirklich schon, dass die gut darin ist, einen Laden auf links zu drehen und da 10.000 und da 20.000 und da nochmal 30.000 Euro einzusparen. Das glaube ich alles, aber du kannst halt nicht nur, und deshalb kritisiere ich sie, weil das meine Auffassung ist, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, dass Rühl Hamers jedes Mal, wenn es um Transfers geht oder um Investitionen in die Zukunft, heißt es dann, nee, können wir nicht machen. Dann sind wir dieses Jahr minus, das geht nicht, das ist zu großes Risiko. Wenn das nicht funktioniert, dann sind wir... Und keiner redet ja davon, dass wir 10 Millionen für den Spieler ausgeben, aber du musst halt mal ins Risiko gehen. Du musst halt auch einfach mal für einen Spieler, wenn du dem vertraust, wenn du glaubst, der hat eine krasse Zukunft, dann musst du ihn mal für 3 Millionen holen. Also ich sag auch im Nachhinein, ganz ehrlich, Malik Chow, den hättest du zum Verrecken halten müssen. Das war dein Spieler, der dir gehört hat, ohne Ausstiegsklausel, den hättest du zum Verrecken halten müssen.
Und der hätte erste Liga gespielt. Wir haben den für 8 Millionen oder so an Mailand gekauft mit 2,5 Erstligaspielen. Der wäre ja nicht günstiger geworden, hätten wir den nach der Saison in der ersten Liga verkauft. Stell mal vor, wir hätten Malik Chow gehalten. Und ich meine jetzt gar nicht das Szenario, wir wären dann drin geblieben. Aber du musst halt einfach Werte kreieren. Und Werte kreieren im Sport heißt auch manchmal, wir machen im einen Jahr Minus, aber vielleicht machen wir dann im nächsten Jahr 5 Millionen mehr Plus. Und ich glaube, das verstehen unsere Vereinsverantwortlichen nicht. Und es ist halt immer, dieses, jetzt kann ich mit denen das erstmal nicht leisten, jetzt muss ich hier irgendwie ein Loch stopfen. Das ist halt immer so eine Sache. Bei Chow muss man fairerweise sagen, ne, Fabrice schreibt's rein, es gab halt bei Chow schon im Winter 22 ein Angebot von AC, wo er dann gesagt hat, nee, ich bleib auf jeden Fall bis zum Sommer. Und wurde das erstmal auf Eis gelegt. Aber weißt du, was ich mich halt dann frage? Und das ist zum Beispiel so Schalke. Was ich mich dann frage ist, wenn du weißt, Chow, okay, der geht dann im Sommer sehr wahrscheinlich nach Mailand. Die waren ja schon im Winter interessiert. Wir werden ihn wahrscheinlich abgeben. Warum investierst du dann nicht das Geld, die 4,5 Millionen oder was das waren, für Itakura? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Dann hol dir Itakura und dann weißt du doch, ja gut, den Chow werden wir noch abgeben. Und wenn es dann am Ende... Wisst ihr, was ich meine? Wenn es dann am Ende, du schwächst natürlich deine Verhandlungsposition, alles gut. Aber wenn du dann am Ende für einen Malik Chow anstatt 8 Millionen nur 7 bekommst, Bro, dann hast du immer noch 2 Millionen, 2,5 Millionen plus gemacht. Und du hast einen Wert im Kader. Einen Spieler, der dir gehört. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, guck mal, du steigst auf. Das ist halt, ey, ich werde es nie verstehen. Du steigst auf, Innenverteidigung, Itakura Chow. Itakura holst du nicht. Ersatz, gab's nicht, Yoshida. Malik Chow gibst du ab, Ersatz Vandenberg-Laie. Du machst aus einer Innenverteidigung, die einen ungefähren Marktwert von 15 Millionen hatte, machst du einen Spieler, der nicht dir gehört und einen 35-jährigen Yoshida. Das ist geisteskrank, Digga. Das ist geisteskrank, wie man so schlecht arbeiten kann. Und wenn du bei Itakura sagst, zur damaligen Situation, wenn du sagst, Itakura, pass auf, wir können dich nicht holen, ist uns ein zu großes finanzielles Risiko. Wir können in unserer aktuellen Situation nicht 5 Millionen Euro Ablösesumme in einen Spieler binden. Wenn der sich verletzt, sind wir... Das verstehe ich. Aber dann, wenn du das sowieso weißt, dann musst du im April spätestens schon anfangen, nach einer komplett neuen Innenverteidigung zu scouten für den Sommer. Und das geht in meinen Schädel nicht rein. Das geht in meinen verfickten Schädel nicht rein. Es ist der 3. Januar 2024 und da sind wir jetzt endlich beim Punkt, den ich seit 20 Minuten machen möchte. Ich habe das Gefühl, mein Verein hat nicht mal angefangen zu scouten. Versteht ihr, was ich meine? Er hat nicht mal angefangen zu scouten. Die Probleme, Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, offensiver Spieler, die Probleme sind seit 3 Monaten offensichtlich. Es ist der 3. Januar, wir sind im Trainingslager. Ja, wir müssen erstmal wen abgeben. Ich habe das Gefühl, bis auf Schulinov haben wir nicht gescoutet. Und es macht ja auch alles keinen Sinn. Angeblich hat der Patris, der jetzt doch nicht kommt, vor einer Woche fest zugesagt. Und jetzt heißt es diese Woche wieder, ja, nee, wir müssen erstmal wen abgeben. Ich check das alles nicht mehr. Es macht alles keinen Sinn. Und ich sag euch so, wie es ist, das wird so kommen. Wir werden diesen Winter 2 Spieler holen. Schulinov und einen anderen. Ich bleib da, ich habe das ganz miese Gefühl, es werden Patrick Pfeiffer und Darko Schulinov. Und nichts gegen beide Spieler. Ich glaube vor allem, dass Patrick Pfeiffer uns wirklich weiterhelfen würde. Aber das ist kein Scouting, Digga. Das ist kein Scouting. Das ist, ich kenne einen. Weil der mal hier im Gespräch war. Oder weil der mal bei uns war. Boah, ganz große Kopfschmerzen, sage ich euch ehrlich. Ganz große Kopfschmerzen.